Heute möchte ich euch ein 5000 Abonnenten-Special präsentieren. Ich möchte mich für diese krasse Zahl bedanken. Ihr seid der Hammer, dass ihr die Videos liked und jedes Like-Ziel bis jetzt immer erreicht habt und meine Videos teilt, kommentiert. Das hilft mir ungemein weiter. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Deswegen präsentiere ich euch heute 5 Fakten über Easy Andy. Okay, das habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Los geht's! Mein Vater kommt aus Deutschland und meine Mutter kommt aus Nigeria. Und dank der Arbeit meines Vaters sind wir immer sehr viel hin und her gereist. Und deswegen wurde ich in Indien geboren. Und danach sind wir nach Nigeria gezogen, haben da circa 4 Jahre gelebt. Von da sind wir dann nach Malaysia, haben da auch nochmal 2 Jahre gelebt. Und von da sind wir dann erst nach Deutschland. Also die Welt habe ich schon sehr früh kennengelernt. Fakt Nummer 2. Angst. Also die Geschichte geht so los, ein Freund von mir hatte Geburtstag und seine Mutter hat für alle Gäste ja Alkohol vorbereitet und dafür hat sie Bonbons in Wodka aufgelöst. Zum einen Himbeerbonbons, das hat noch ganz gut geschmeckt, dann noch Lakritz, ja das war doch okay, das war so eine schwarze Pampe dann und das Schlimmste kommt jetzt und zwar diese Vic Blau Bonbons, vielleicht kennt ihr die. Die sind halt so ein bisschen scharf, würde ich jetzt mal sagen. Schwer zu beschreiben, wie schmecken überhaupt Vic Blau Bonbons. Egal. Jedenfalls hat sie die dann auch in Wodka aufgelöst und ist dann runtergekommen und hat gesagt, ja Leute, jetzt gibt's erstmal kurze. Und dann haben wir mit ihr zusammen diese Vic Blau kurze getrunken. Und ich sag's euch, es war zu schlimm. Einer der schlimmsten Abende im Leben. Und seitdem kann ich diese Vic Blau Bonbons irgendwie nicht mehr riechen, nicht mehr sehen, nicht mehr schmecken. Und ja, es ist einfach nur widerlich, falls euch jemand sowas Blaues anbietet und sagt, ey, guck mal, was ich in Wodka aufgelöst habe. Tut es nicht. 2013 habe ich mein Abitur gemacht und habe im gleichen Jahr angefangen zu studieren. Und zwar hier in Hamburg, also ich wohne in Hamburg für, oh Gott, das wissen alle ja gar nicht. Ich wohne in Hamburg jedenfalls und habe hier angefangen zu studieren. Und zwar habe ich Wirtschaftspsychologie studiert. Mit den 2 Schwerpunkten Organisations- und Beratungspsychologie und Marktwerbemedienpsychologie. Und es macht eigentlich sehr, sehr viel Spaß. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Ist auf jeden Fall ganz cool. Also für diejenigen unter euch, die studieren wollen, überlegt euch, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Das ist schon ziemlich nice gewesen. Außerdem, Leute, kommt nach Hamburg. Es ist ja, wie gesagt, die schönste Stadt der Welt. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob du aus Hamburg kommst. Ich wette, 1, 2 kommen sicherlich aus Hamburg. Ja, jetzt ab zu Fakt Nummer 4. Ich habe einen Wellensittich namens Betty. Ja, Betty ist schon sehr alt. Ich weiß nicht, Betty ist jetzt ungefähr 9 bis 10 Jahre alt, bestimmt. Und sie kann manchmal eine gute Nervensäge sein. Aber meistens ist sie echt ganz ruhig. Aber oft, wenn ich halt aufnehme, ne, muss ich Sachen 3, 4 Mal aufnehmen, weil sie mitten in der Aufnahme richtig laut anfängt zu zwitschern. Und dann muss ich erstmal hochgehen und sie so ein bisschen wegjagen. Dann ist sie nämlich ein bisschen ruhig. Sie fliegt nämlich frei in meinem Zimmer herum, weil ich das nicht so cool finde, wenn Vögel eingesperrt sind, ne? Sind ja Vögel und die sollten herumfliegen können, so viel sie wollen. Aber manchmal nervt sie mich und muss dann erstmal weggescheucht werden. Dann habe ich nämlich wieder so 1, 2 Minuten Zeit zum Aufnehmen. Also ich habe einige Hobbys, darunter gehört natürlich auch YouTube, das nimmt einen sehr großen Platz in meinem Leben ein. Dann tauche ich noch gerne, falls ich die Möglichkeit dazu habe und irgendwie Urlaub irgendwo mache, wo man tauchen kann. Bei meinem Bruder habe ich das gelernt, das Tauchen, der ist nämlich Tauchlehrer. Und ansonsten gehe ich noch sehr gerne mit meinen Freunden zum Fitness. Und zwar in McFit, zu McFit in Othmarschen. Und ratet mal, wen ich da schon mal getroffen habe oder wer da regelmäßig trainiert. Flying Uwe, ja, der ist öfters bei McFit in Othmarschen und wenn man Glück hat, sieht man ihn da irgendwo rumlaufen, während man gerade beim Pumpen ist. Und natürlich Serien und Filme, Leute, das ist ja mal klar. Das ist immer sehr schwer, mit meiner Freundin irgendeinen Film zu gucken, weil ich die alle schon kenne. Und das ist dann immer so, ja, welchen Film wollen wir denn gucken? Ja, ja, lass uns doch den und den gucken. Ja, nee, den habe ich letztens erst gesehen. Oh, Andi. Ja, Leute, das waren 5 Fakten über mich. Es gibt bei weitem mehr Fakten, die ich euch nennen könnte. Also schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ich noch ein Faktenvideo über mich hochladen soll. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönes Wochenende. Peace.